So, hallo und einen wunderschönen guten... Was weiß ich, wann ihr das Video schaut. Ich habe mir überlegt, ich bringe jetzt mal was anderes als Pokémon. Nämlich, einfach weil es gerade so im Hype ist, sage ich ganz ehrlich, mir gedacht, ich spiele jetzt mal eine Runde Vollgeist. Hab's damals beim Release ein bisschen gespielt. Hab auch schon Support geschrieben. Hier bei den Outfits. Ich hatte sehr viel. Damals beim Release relativ viele Wins geholt. Ist leider nicht mehr da. Trophäen auf der PS4 hatte ich alle. Ja. Keine Ahnung, wenn da jemand was weiß, wie man seine Sachen wieder bekommt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht, habe jetzt da ein bisschen gegoogelt. Hatten wohl mehrere das Problem. Stand dann mal so in Support schreiben, habe ich jetzt gemacht. Warte immer noch auf eine Antwort. Hab dann gestern auch schon ein, zwei Runden sogar aufgenommen. Werde ich auch hochladen, muss ich noch schneiden. Ich werde auch die Runde jetzt dann schneiden, also hier die Wartezeiten rauscutten und ja. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt oder nicht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Solo-Show und schauen mal, wie wir abschneiden. Wie gesagt, die erste Runde lasse ich jetzt mal hier durchlaufen. Die Wartezeiten zwischen den Spielen werde ich rauscutten. Sollte ich überhaupt so weit kommen? Ich weiß es nicht. Oh ja, ich muss mir noch einen Timer stellen. Ich will jetzt auch nicht, dass die Folgen so lang werden. Könnt ihr mir auch mal schreiben, wie lang ihr findet, dass so eine Folge sich dauern soll und ob es euch überhaupt gefällt, wenn ich mir hier auch was anderes auf dem Kanal bringe. Ja. Gesagt, ich weiß, das Let's Play von Pokémon strahlender Diamant, nee, leuchtende Perle, ich weiß gar nicht, welches ich gespielt habe, geht auch noch irgendwann weiter. Ja. Gesagt, ich stelle jetzt einen Timer mal. Ich denke, die erste Folge wird so 20 Minuten. Ja. Genau, Timer steht. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Soll ich öfter mal auch andere Spiele bringen? Also, was ich mit so irgendwelche Battle Royale Spiele, sei es PUBG, Fortnite, schon ewig nicht mehr gespielt, Fortnite, PUBG schon öfter. Oder mal ganz andere Spiele, einfach Spiele, die mir gefallen. Oder ihr könnt auch mal ein Spiel vorschlagen, was ich mal anzocken soll. Ja, und wenn euch das gefallen würde, würde ich sowas natürlich auch öfter hochladen. Pokémon-Fakten würden natürlich weiterhin 2 bis 3 Mal die Woche kommen. Ja. Genau, und jetzt gehen wir einmal in die Runde rein. So, ich kenne dieses Level hier gerade noch gar nicht. Doch, das hatte ich gestern sogar mal gespielt. Ich will jetzt hier auch nicht rumlügen. Oh, nein. Okay. Ja, geh weg. Ah. So. Ah, das sind Nashörner. Okay, ich war gestern, wo ich es mal gezockt habe, nur oben. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, ich qualifiziere mich jetzt auch gleich hier in der ersten Runde. Ah, so, da rein. Nein, 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 nein! Scheibenkleister! Na, Alter! Das wird ganz eng. Oh, mehr Glück als Verstand hier. Und jetzt mache ich einen Cut. Nein, ich mache jetzt keinen Cut, weil jetzt ist die Runde schon beendet. Aber wie jetzt, wenn dieses Wippenspiel kommt, ihr wisst selber, wie lange das sich ziehen kann, wenn man relativ schnell im Ziel ist. Da würde ich es dann eben rauscutten und dann hier wieder reinschalten, wenn das nächste Spiel ausgewählt wird. Ich muss immer nur auf die Zeit schauen. Keine Ahnung, wie lange das so eine Runde dauert. Ja. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, wie ihr gemerkt habt, waren ja 5 Monate Pause auf dem Kanal. Hat eigentlich eher private Gründe gehabt. Die gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Aber es sollte jetzt vorbei sein. Ich werde auf alle Fälle schauen, also 2 Videos Pokémon-Fakten werden safe kommen, jede Woche. Ihr könnt da auch gerne wieder Wünsche, Anregungen, Kritik, alles was ihr wollt reinschreiben. Ja, die Fruchtsumme, das kenne ich noch nicht. Zelle die Früchte, vermeide den ansteigenden Schleim. Vermeide, oh Gott, ja. Ihr wisst ja, lesen und ich, laut vorlesen, immer wieder mal. Eine Herausforderung. Keine Ahnung warum. Ich kann lesen. Ihr seht es ja auch. Ja. Aber
ist doch schön. Hier mal Vollgeist. Erste Runde Solo. Ich habe bis jetzt nur Duo gespielt, seit es jetzt Free to Play ist. Eins, zwei solche. Ui! Das ist wirklich drei? Hey! Zähl die Früchte. Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei. Ich habe den Sinn immer noch nicht ganz verstanden. Davon gibt's eine. Davon gibt's drei. Davon eine, davon eine. Vielleicht gibt's auch vier davon? Eins, zwei. Gab's da zwei? Ich hab gedacht, hab ich jetzt auch noch eine gesehen. Okay. Wow. Eins, zwei, drei. Davon gibt's drei. Davon gibt's eins, zwei, drei, vier. Zwei Bananen. Dreimal Traube, viermal das andere. Zwei Bananen. Zwei Bananen. Ich sehe nur zwei Bananen. Davon vier und von dem anderen drei. Ach Scheiße. Ja, okay. Ja, erste Runde war schon mal nichts. Hier. Ja, komm, überspringen. Ja, ja. Okay. Erste Runde war schon mal nicht so toll. Aber gleich in die nächste Runde. Ich möchte hier einmal ins Finale kommen. So lange werde ich jetzt auch spielen, dass ich zumindest einmal im Finale bin. Jawohl. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ach, ich glaube, ich bin stehen geblieben bei Let's Play Strand der Diamant oder Leuchtende Perle. Ja, ich weiß nicht, ob ich es weitermachen soll. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, soll ich es weitermachen oder soll ich jetzt wirklich auf die neue Generation warten, die ja im November erscheinen wird? November, glaube ich, ja. Also die spiele ich auf alle Fälle. Weiß nicht, vielleicht als Let's Play, vielleicht auch ein Zusammenschnitt irgendwie. Das werden wir dann sehen. Rollweg. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe es damals bei Release gespielt, da gab es jetzt nicht so viele Level. Ja, deswegen immer mal wieder was Neues. Also es gab damals das Rollfeld, aber es war glaube ich was anderes, weil hier muss ich ja jetzt bis zu einem Ziel kommen. Ah, okay. Kann man unten rum auch durch? Ne, schaut nicht so aus, also wenn man durchfällt, ist man raus. Ne, raus nicht. Aber muss dann wieder vom Checkpoint anfangen. Okay. Ich spiele übrigens mit Controller, falls ihr euch fragt, wie ich spiele. Ja. Ich stehe vorne, sehr schön. So. Und dann rennen wir jetzt einfach mal durch. Zack, zack, zack. Nein! Oh, das wäre so schön gewesen. Ich war jetzt auch sehr gut. Hatte ich so ein Gefühl. Ah. Ja, komm, 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 komm. Ja, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Ja, sehr schön. Als Zehnter. So, und jetzt mache ich einen Cut und wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Runde. So, wir sind zurück. Hier geht's weiter. Runde ist jetzt vorbei. Ja, genau. Diese Cuts mache ich einfach, weil zwischen die Runden hier dann immer zu warten. Nimmt ja auch irgendwie Spielzeit. Vielleicht kann ich so auch mehr Runden hochladen.
So, jetzt hoffentlich nicht mehr das Zählen. Das war ja nicht so mein Fall. So, oh, Rollfeld. Ah ne, das ist das normale Rollfeld. Kurz was gucken, gleich. So. Das war, ach ja doch, das Rollfeld, nicht das drüber. Ja, das drüberlaufen hat man ja gerade, kann ja gar nicht kommen. Das habe ich früher auch sehr gern gespielt, da war ich immer hier auf den äußeren beiden. Ich weiß noch, damals gab es viele Leute, die einfach gegriffen haben. Hui, 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 rüber. Okay, 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 okay. Jetzt da in die Mitte dazwischen, sehr schön. Kann schon mal nichts passieren. Dann hier jetzt auch wieder in die Mitte. 10 Leute schon ausgeschieden, hui. Hier in die Mitte, ja, geht. Also wie gesagt, ich war hier immer auf den äußeren beiden. Einer noch raus, komm. Aber bitte nicht ich. So, hier einfach laufen. Immer so weit laufen. So, dann gehen wir hier rüber. Okay, ich glaube, bei mir sind hier keine Greifer irgendwie. Sehr schön. Ah, ich gehe da dazwischen. Oh, doch ein Greifer gewesen. So. 25 Leute. Ah, vielleicht kommen wir wirklich mal ins Finale. Gibt es so gewisse Spiele, wo ich überhaupt nicht leiden kann? Dieses. Oh, wie heißt dieses. Das Spiel, wo man den Weg finden muss. Oh, wie heißt es jetzt? Vielleicht. Oder alle Schweifspiele. Bei mir geht's einfach nicht. Ich. Pack diese Spiele nicht. Sind für mich einfach ein No-Go. Sprungclub, der ist schön. Der ist schön. Ist auch mit eins der schönsten Finals, die es gibt. Sprungprobe. Ich weiß gar nicht. Ja doch, die gibt's noch. Ja. Ja doch, habe ich ja im Duo schon gehabt. Sprungprobe am Schluss. Die ist schön. So. Zack. Ja, am Anfang kann man ja mitlaufen. Am Anfang ist es sehr schön, hier mitzulaufen. Ich springe jetzt hier nochmal drüber kurz. Ich glaube, der greift der Rote da. Ich will jetzt eigentlich an irgendeinen Ort, wo nicht so viele sind. Springen wir mal drüber. Ah, jetzt laufen, bis der da ist. Und zurück und drüber. So, und jetzt drüber. Man muss aber immer aufpassen, dass man einfach nicht von irgendeinem mitgeht. Ja, der Rote greift. Ich hab's gesehen. Ich habe es gesehen. Welcher war das? Entweder der Curved Carp oder der Nextax Bambi. Ja, das Greifen. Es gehört dazu, ich weiß, aber trotzdem. Oh, ich habe es eine Zeit lang auch gemacht. Gib's ja zu. So. Röhrenträume. Also, habe jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Ja. Mehr oder weniger Erfolg? Eher weniger. Danach könnte schon das Finale kommen. Ah, die Spiele sind super. Da muss ich nichts rauscutten. Kann ich einfach laufen lassen. Okay, bei dem Spiel könnte ich vielleicht wieder was cutten, wenn ich relativ schnell bin, aber vielleicht auch nicht. Ja, komm, das schaffen wir. So, Concentration. Hier rechts drüber. So, jawohl. So, in die Röhre rein. Rüber. Und da rein. So, nein. Okay. So, und hier rein.
Oh, ich war mal auf der anderen. Was ist denn das? Sehr schön. Und. So. Was habe ich predicted? Förder. Jawohl, noch ist hier nichts gesagt. Nee, schaffe ich nicht mehr. Und. Erster. Sehr schöne Sache. So, ich glaube, hier mache ich wieder einen Cut. Und bis gleich. Nee, schaut so aus, müsste ich keinen Cut machen. Sind genug da vorne. Halt, Namen nicht einblenden. Ja, es sind nochmal drei. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ui. Ja, hier am PC kommen jetzt noch die Erfolge immer wieder mal dazu. So, 9 Leute noch. Finale? Wer weiß. Könnte auch nur eine Runde kommen. Ich hatte auch schon Finals mit, ich glaube, 12, 14 damals. Es ist halt auch schon wieder fast 2 Jahre her. Ich glaube, August 2020 kam das Spiel raus. Letzte Runde Hexrolle, die hatte ich noch gar nicht. Ich habe sie in meinem Stream gesehen. Ja, aber die hatte ich noch gar nicht. Die sah jetzt auch nicht so toll aus. Oh, da können doch einige im Finale dann spielen, wenn man jetzt mal so die Felder rechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Es ist hüpfen da halt dabei. Okay, hier an die Seite darf man auch nicht. Sind schon 4 Leute ausgeschieden. Ich müsste mir hier eigentlich. Okay. Okay, ich muss, glaube ich, ein bisschen hier rüberkommen. Sind noch 2. Das ist der Sieg! Das ist der Sieg! In der 2. Runde! Das ist ja geil! Leute, das ist der Sieg für uns. Das schauen wir uns jetzt natürlich an und dann würde ich die Aufnahme hier beenden. Okay, sehr nice. Ja. Ist eine Krone. Sehr schön. Was haben wir hier? Achso, jetzt sind diese ganzen Belohnungen. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben 2 Kronen. Schreibt mir wirklich mal in die Kommentare, soll ich öfter mal Vollgas hochladen oder bockt euch nicht, könnt ihr gerne sagen. Oder andere Spiele, macht Vorschläge und ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer weiteren Folge Pokémon Fakten. Die wird morgen hochgeladen, genau. Und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag, macht was draus und bis dann, Servus!